Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge K-News. Mein Name ist Maximilian Kaun und ich begrüße Sie recht herzlich. Heute wird es sportlich. Es wird sportlich und laut. Nicht nur ich habe mich versucht, einigermaßen Schale zu werfen, sondern auch der neue Renault Megane RS Trophy. Was der gelbe Flitzer so kann und wie er sich auf der Straße verhält, schauen wir uns gleich mal an. Der neue Renault Megane RS steht satt auf der Straße. Seine aggressive Optik zeigt, der Megane muss sich nicht verstecken. Doch der RS macht nicht nur optisch etwas her. Renault verbaut dem RS eine Brembo Zweistoff-Bremsscheibe mit unglaublicher Bisskraft. Stauhitze im Radkasten wird durch die Radhausentlüftung an der Vorder- sowie an der Hinterachse vermieden. Am Heck erwartet uns ein gigantischer Heckdiffusor sowie der Auspuff mit sattem Sound. Unter der Haube vom Megane RS steckt ein 1,8 Liter Vierzylinder mit 300 PS und 420 Newtonmeter. Doch der RS bietet nicht nur Rennstreckentechnik für die Straße, sondern auch ausreichend Platz. Stolze 294 Liter passen in das Heck vom Megane RS. Kommen wir nun zum Innenraum. Serienmäßig ist der Renault Megane mit Recaro-Schalensitzen ausgestattet. Abgesehen vom Alcantara-Lenkrad und den feststehenden Schaltwippen hat sich im Innenraum nichts verändert. Dieser besteht aus einem bekannten 9,3 Zoll Touchscreen, welcher renotypisch hochkant verbaut ist. Darunter finden wir ein Ablagefach mit USB-Anschluss. Je nach Fahrmodi verändert sich die digitale Instrumententafel, welche individuell anpassbar ist. Kommen wir nun zum Fahrverhalten vom Renault Megane RS. Der Renault Megane RS hat einen 1,8 Liter Motor mit 300 PS. Die 300 PS ziehen vorne an der Vorderachse. Das heißt, wir haben Frontantrieb. Renault hat beim Megane RS ein Sperrdifferential verbaut. Das bedeutet, die Kräfte auf der Vorderachse werden besser verteilt. Somit minimieren wir das Untersteuern. Noch dynamischer lässt sich das Fahrzeug aber durch die Hinterradlenkung fahren. Das bedeutet, die Hinterräder drehen bis zu 60 km/h 2 Grad und über 60 km/h bis zu 1 Grad mit. So lässt sich der Renault Megane RS extrem dynamisch durch die Kurven fahren und verbreitet eigentlich immer ein Lachen aufs Gesicht. Das Fahrwerk vom Renault Megane RS ist extrem straff. Wir merken wirklich jede Bodenwelle, aber das wollen wir ja auch. Wir wollen wissen, was passiert auf der Straße, wir wollen Feedback haben. Dennoch bietet das Fahrwerk den Restkomfort, den wir brauchen. Das heißt, wenn wir auch auf lange Strecke fahren oder wenn wir mal auf unebener Straße fahren, werden wir nicht komplett durchgeschüttelt, sondern können immer noch relativ komfortabel fahren. Das war ein kurzer Einblick in den Renault Megane RS. Hat dir das Video gefallen? Lass uns ein Like und ein Abo da. Du möchtest die geballte Leistung selbst erleben? Dann komm doch in die Garage Gallica Filiale in deiner Nähe vorbei und fahr den Megane RS Proben. Wir beraten dich anschließend bei einer Tasse Kaffee, wobei nach der Probefahrt besser mit einem Kaltgetränk. Bis nächste Woche.